Hallo und herzlich willkommen auf den Kanal von Mr. Bender and Bro. Ich bin Mr. Bender und weiter geht's hier bei Far Cry 6. Zuletzt haben wir eine schöne Plantage zerstört. Da gab's einiges zu tun. Jawohl. Und jetzt suchen wir Benito. Mit denen sollen wir quasseln. Wenn ich wüsste, wo Benito ist. Irgendwo da, ja. Brauche ich dazu ein Pferd? Nein. Aha. Gut. So viel dazu. Oh, Mais. Reis? Mais? Wie auch immer. Helft mir? Was ist hier los? Egal. Wir müssen weiter. Das ist doch mal ein schöner Hai. Cool. Lass mich raten. Clara Garcia hat dich dazu beredet. Sie hat sogar uns Fischer für ihren Libertad-Unsinn eingespannt. Hat uns überredet, bei ihrer kleinen Invasion von Santuario zu helfen. Hab 5 meiner besten Leute verloren. Jetzt kommt Clara an und will Boote und neue Rekruten. Ich bin eher Pirat als Fischer. Dafür kannst du dem Embargo danken. Mit unseren Booten holen wir Fische aus dem Wasser und bringen Menschen und Schmuggelware an der Armee vorbei. Aber El Presidente hat die Schrauben angezogen. Die neue Kommandantin, Rosario, hält den ganzen Treibstoff unter Verschluss, damit Libertad sie nicht kriegt. Legt jeden um, der sich auch nur in die Nähe wagt. Clara will, dass wir Libertad helfen? Dann erobere die Tankstation zurück. Töte Rosario. Hilf dabei, dass wieder Essen auf unseren Tisch kommt. Kein Problem. Suerte, compay. Suerte, ja. Geh hin. Wir wollen nochmal schnell hier gucken, ob wir irgendwas machen können. Fahrzeug habe ich noch nicht. Andere Pistolen habe ich auch noch nicht. Da kann ich auch nichts machen. Dann sieht das bei den anderen Waffen ja bestimmt ähnlich aus. Willst du, dass ich eine Klaue? Das mache ich schon, wenn ich klein bin. Du spielst jetzt in einer anderen Liga. Wenn du ein Fahrzeug brauchst, rufst du an. Ich habe einen Freund, der es direkt zu dir bringt. Gracias. Aber du hast keinen Freund, Juan. Sei einfach still und ruf an, Danny. Schweißbrenner. Das ist ja schön. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Fahrzeug. Scheiße, was war das?
Hoch. Ich fahr lieber. Hola. Pass gut drauf auf mich, Rito. Hey, danke. Na klar, krieg ich hin. Eieiei. Nice. Ein schickes Auto. Das ist der Auto. Das ist ein 356er Bruno Valentino. Sie ist ein Kunstwerk, genau wie ich. Nur habe ich keine Hamburg, um jeden aus dem Weg zu räumen, der dir in die Quere kommt. Du bist definitiv. Du sollst mal gucken. Ja. Ist das ein Problem? Pass gut auf dich auf. Die Soldaten da sind besser ausgebildet und ausgerüstet. Such dir eine Anhöhe und kundschafte den Feind erstmal aus. Wird gemacht, Vater. Keine Überraschung. Ein Guerriero wird nur einmal überrascht, Dani. Aha. Gut. Dann mache ich das zuerst. Steig mal aus hier. Amigo, wo bist du, mein Freund? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, eventuell. So, Musik aus. Geschütz? Kann ich damit irgendwas machen? Soll ich es niederbrennen? Soll ich es... Ich habe keine Ahnung. Soll ich es zerstören? So, zum Beispiel. Was für eine geile Waffe. Nice. Ja. Richtig nice. Muss ich dich hier auch zerstören? Gucken wir mal. Ich kann dich nicht zerstören. Gut, dann war es das wohl. Gut. Weiter geht's. Die Tasche nehmen wir hier noch mit. Und dann geht's weiter zu meinem Fahrzeug. Was hier irgendwo... Oh, hier steht auch noch ein anderes Fahrzeug. Was schießt ihr? Schweine, ja. Mhm. Na gut. Gut. Ja, dann lad nach. Ich gehe zu meinem Auto. Ein Ziel machen wir auf jeden Fall. Und zwar schauen wir mal.
Nicht möglich. Ein Kontrollpunkt. Rang 1. Fahren wir mal dahin. War ich hier nicht schon mal? Ein Alarm. Ausgeschaltet. Gut, dann gehe ich wieder runter. Aktuell gehe ich davon aus, dass hier keiner mehr ist. Weil wer weiß das schon. Könnte man... Sogar sagen, konnte man das nicht immer zerstören? Ich wette, hier gibt es einen Vorratsraum. Den gibt es. Hier war ich, glaube ich, auch schon mal. Mir fehlt auch immer noch der Schlüssel. Hola. Echt jetzt? Juan, der Kontrollpunkt ist gesichert. Ein großartiges Gefühl, oder? So füllt man sein Karma-Konto. Mach weiter so, Danny. Hey, komm her. Nehmen wir erstmal den Schlüssel und gehen da rein. Guten Tag. Niemand da, gut. Dann nehmen wir uns alles, was hier so ist. Und Schießpulver. Ganz wichtig. So, irgendjemand wollte mit mir sprechen. Nein. Du da drüben, glaube ich, ne? Ja. Sag mir, was du weißt. Wir haben eine heilige Stätte gefunden, die der Triada gewidmet ist. Da gibt es auch einen Schatz, aber der wird von Geistern bewacht. Und damit will ich nichts zu tun haben. Aber dir wünsche ich viel Glück, Kompai. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Das ist schon mal schön. Ich bin jetzt hier. Rang 4. Ja. Gut, das haben wir alles soweit freigespielt. Haben wir freigespielt. So, wenn wir das einnehmen, weiß ich nicht so recht. Was ist das hier? Wollen wir da nochmal hinfahren? Wo ist mein Fahrzeug? Let's go.
oder das davon, mein Freund. Wer seid ihr eigentlich? Hast du Frost oder was? Du hast wirklich Frost. Wie? Wo? Was? Wie? Ich muss mal kurz aussteigen. Irgendjemand nervt hier. So, mein Freund. Was hast du für Probleme? Und da hinten noch irgendwas? Komm her. Meine Güte, was ist hier denn los? Kommt da noch Verstärkung oder was? Ja, tatsächlich. Hallo, mein Freund. Gut. Haben wir das auch wieder. Oh, so langsam nervt ihr. Dürfen wir denn jetzt weiterfahren oder... Habt ihr noch andere Probleme? Tod, gut. Dann kann das ja weitergehen. Genau. Dieser kleine Hund, der kann aber auch einstecken. Gut, wollen wir mal ein bisschen zu Fuß gehen, weil ich sehe, dieses Geschütz hat so null Wirkung. Ach so, ja, siehst du, da war ja was. Ich hätte vielleicht erstmal die Alarmanlage ausschalten sollen. Egal. Tragen ihrer Uniform.
wenn sie sich zwischen euch und das Chaos von ihrem Land verbastieren. Als euer Präsident das Geräusch. Stelle ich unseren Soldaten die beste Ausbildung und die beste Waffe zur Verfügung. Alles, um euch zu schützen. Sobald diese Tapferen ihren Treueid schwören, was war das? Eine größere Sache. Wenn Soldaten bei der Arbeit gesehen werden, ist es die Pflicht eines jeden Iraners, diesen für ihren Einsatz und Schutz zu danken. Ja, von mir aus. Hier, warte, ich setze mich kurz hier ran. Mal so Frost. Und wo schießt hier was? Ja, Stellungswechsel. Mensch, jetzt bleibt da einfach stehen. Gut, ich weiß nicht, ob das hier so alles richtig Sinn macht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus. Ist das jetzt befreit? Ist das jetzt nicht befreit? Hier ist ja noch ein Hund. Man weiß es nicht. Jedenfalls stelle ich da jetzt erstmal noch ein bisschen was. Das wollte ich eigentlich, glaube ich. Gut, und da wir jetzt nichts Sinnvolles so wirklich gemacht haben, machen wir hier Schluss. Ich sage danke fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.